Willkommen zum mittlerweile sechsten Teil unseres Kampagnen-Let's Plays von DSA Myrannor. Die Kampagne ist die Wächter des Imperiums. Wir spielen den ersten Teil, die ewige Marda und meine kleine Heldengruppe, bestehend aus Steph, Jenny und Anselm. Und natürlich eigentlich den Charakteren, die sie spielen. Nämlich einem Shingwa-Einbrecher, einem verirrten Torwaler und einer Soldatin. Sind auf einem unterirdischen Aquädukt unterwegs unter der Hauptstadt von Xaxaron und Xaxaras, um eine Maske in den Palast zu bringen. Es ist kompliziert, aber ihr seid nicht hier, wenn ihr die ersten Teile nicht gesehen habt, also wisst ihr, worum es geht. Also, zuletzt waren wir angekommen dabei, dass der enge Gang, durch den ihr gelaufen seid, sich plötzlich öffnet und der Weg unter euren Füßen, beziehungsweise der Wasserweg, den ihr genutzt habt, jetzt zu einem Aquädukt wird, das über einen für euch nicht einsehbaren, im Licht der kleinen Öllampe, nicht einsehbaren Abgrund führt, in dessen Tiefe ihr auch ein leises Rauschen hört. Klingt sehr tief. Wir sollen immer geradeaus. Mist. Sie hatte tatsächlich auch was gesagt von Abgrund oder so. Hatte sie? Ich weiß nicht. Können wir nicht mit der Maske über sie mit ihr reden? Also wir halten die Maske irgendwie vor uns und dann sagt sie vielleicht, vor dem Abgrund bitte links abbiegen oder so. Also selbst wenn sie das sagen würde, ist es unmöglich, wenn du vor diesem Abgrund links abbiegst, dann hast du die Wahl, ob du in die Felswand rennst oder ein paar Schritte weiter in den Abgrund. Gibt es irgendeine Möglichkeit, da runterzukommen oder weiter? Oder? Du kannst nicht einsehen, wie tief es runtergeht. Also natürlich könnt ihr weiter, ihr könnt das Aquädukt nutzen, das da drüber führt. Ja, dann. Hohen Steinsäulen, die in die Tiefe reichen und deren unteres Ende ihr auch nicht sehen könnt, wenn sie von dem Abgrund nicht hin. Ich habe keine Höheangst. Es ist glitschig, ihr müsst ein bisschen vorsichtig sein, aber ihr kommt voran, bis ihr an den Punkt kommt, wo teilweise dann schon Stellen fehlen. Da ist etwa ein bisschen was weggebrochen. Ja. Dann fehlt hier auf einmal eine Strebe und das bisschen Aquädukt dazwischen sieht euch überhaupt nicht sicher aus. Und wenn ihr vielleicht kurz zögert, hört ihr hinter euch Stimmen. Und beim Blick zurück seht ihr auch Licht hinter euch auftauchen in dem Durchgang, der auf das Aquädukt hinausführt. Und überraschte Stimmen. Also, Leere Tonne, hättest du gedacht, dass das hier ist? Tja, jetzt haben wir keine Wahl mehr. Ja. Wir müssen uns dem Kampf stellen. Was? Ist das hier hinter uns? Ja, ich glaube nicht, dass wir uns hinterherkommen. Noch kommen wir da drüber, aber ich hatte von allen, um weiter zu eilen, auf jeden Fall eine Körperbeherrschung. Gerne. Ich habe oft genug nur eins dabei. 3, 4 und 20. 4, 8, 6. Kannst du dir 20 ausgleichen? Ich glaube mal, nö. Nein. Gut, also ihr zwei schafft's? Also ich mit Leichtigkeit. Der Shingwa tappt mühelos voran, aber der hat auch einen Schwanz, mit dem er das Gleichgewicht halten kann und opponierbare Daumen an den Füßen. Also der hat überhaupt kein Problem damit. Der Torwaler stampft einfach zielsicher voran, aber er hört auf einmal ein glitschiges Geräusch und ein erschrecktes Ah! Und seht dann, wie eure Gefährtin halb über den Abgrund hängt, mit dem Gleichgewicht ringt und versucht, sich irgendwo ran festzuhalten. Du gehst wahrscheinlich voran, dann bin ich wahrscheinlich am nächsten hier dran. Hast du mal einen Würfel auf Körperkraft, ob du sie wieder hochgezogen bekommst? Ja. Kein Problem. Du bist wieder ins Gleichgewicht gebracht und hochgezogen und schiebst sie ein paar Schritte weiter, aber sie ist dadurch kurz aufgehalten. Du siehst, dass die Leute inzwischen näher ran sind. Du kannst schon erkennen, dass es drei Gardisten sind, also sogar mehr als die zwei, die vor der Tür standen. Und hinten siehst du noch ein weiteres Licht, das sich etwas vorsichtiger nähert. Die folgen uns? Das ist Pflichtbewusstsein. Ja. Ich bin weiter. Doch verrückt, nicht mal ich würde mir folgen. Ja. Die müssen auch erstmal hier rüber. Yeah. Gut, weiter. Es geht so eine Weile weiter, bis ihr an einem Punkt kommt, wo schlicht und einfach das Aquädukt fehlt. Ihr könnt das andere Ende sehen, es ist noch im Lichtschein eurer Lampe, aber das sind schon so drei Schritt auf jeden Fall. Und über uns oder so ist auch nichts zu erkennen von dort, wenn oder? Wenn du ihm die Lampe abnimmst und ganz nach oben hältst, siehst du vage Stalaktiten, die Enden von den Mächtigen, die aus der Dunkelheit herabhängen über euch. Tja, aber es warfen hier, ich hätte nicht gedacht, dass es so mal endet. Also springen oder kämpfen? Was? Das Kämpfen bringt uns nicht unbedingt was, denn dann sind wir immer noch nicht weitergekommen. Also springen! Soll ich dich werfen? Von mir aus. Oder dein Seil, bringt uns das nicht irgendwas?
Du hast wahrscheinlich die klassischen 10 Meter Seil dabei? Ja. Ja, natürlich. Ja, habe ich drüben die Möglichkeit irgendwo, dass ein Haken halt findet? Da ist auf jeden Fall das ganze Mauerwerk geborsten und kaputt. Da sind Risse. Du könntest versuchen, da deinen Haken zum Halten zu bringen und zumindest ein Seil zu spannen, an dem man sich vielleicht hangeln kann. Das würde ich dann versuchen. Gut. Dann wirf doch mal. Hast du Wurfwaffen oder müssen wir auf irgendwas Schickes ausweichen? Talentwert von 1. Ansonsten eher Fingerfertigkeit als Gewandtheit. Also 5 Punkte solltest du schon übrig haben. Na gut, ich probier's mal. Nein? No. Mit einem Klang prallt der Haken von der gegenüberliegenden Kante ab. Aber es ist ja ein Seil dran, das heißt, ihr kann ihn wieder einholen. Aber jetzt sind die anderen Leute schon deutlich näher ran, können euch erkennen. Einer zeigt von euch, da, genau, das sind die. Die sind eingebrochen. Ich werf dich. Ja. Körperkraft? Soll ich auch Wurfwaffen? Ja, Wurfwaffen. Wie viel Schaden macht so ein Shingwa? Ja, ich habe 9 Punkte übrig. Du hast 9 Punkte übrig. Er schnappt sich den Shingwa, schleudert ihn einmal um sich wie beim Hammerwerfen und wirft ihn gegenüber auf die andere Seite. Die Kante kommt rasch auf dich zu. Mhm. Körperbeherrschung. Jetzt, also ja. Er sieht aber gut aus. 1-1-11. Der Shingwa berührt kurz die Kante mit seinen Fingerspitzen, rollt sich einmal ab, kommt auf den Beinen zu stehen und wendet sich dabei noch in eure Richtung. Artista! Artista. Artista. Und hat dabei noch seinen Haken eingeholt und in der Hand, um ihn wieder zurückzuschleudern, falls er das möchte. Beeindruckt, jetzt du. Ich habe doch eigentlich so prinzipiell immer noch das kein Thema bei mir. Ja. Die Gardisten müssen eigentlich auch immer noch, was ist das eigentlich, müssen ja auch noch mal drüber springen, oder? Also die also wir müssen erstmal rüber. Wenn ihr jetzt springt, müssen die natürlich auch drüber. Aber die haben vor allen Dingen jetzt auch den Bereich des Aquädukts, der ohnehin schon stark beschädigt ist, und werden vorsichtiger, werden sie euch tolle Parolen wie Halt im Namen der Nachtwache und bleibt stehen und lasst eure Kletterhaken fallen. Und dergleichen. Du springst und ich kann dir vielleicht da irgendwie, mach das Seil fest und wirf uns rüber. Hab ich schon längst gemacht, ne? Seil festgemacht und da du jemand anderen hast auf der anderen Seite, der es fängt, ist das kein Problem. Du schnappst also den Haken. Ja. Ich mach das irgendwo fest, wenn das geht. Mhm. Und springen also du trittst mit Wucht den Haken einfach tief in einen Mauerspalt rein. Der wird wahrscheinlich ständig wieder rauskommen. Aber das heißt, ihr habt jetzt ein Seil dazwischen. Ja. Wollt ihr hangeln? Ja, also ich würde im Zweifel immer noch springen, aber am Seil kann man sich notfalls festhalten, wenn man wenn die Kräfte doch mal sagen. Dann spring mal. Das ist Athletik. Du springst. Ich soll springen? Ja. Also viel mal Zeit, wie viel ihr übrig habt. Oh je. Nichts. Nichts. Mal absolut gar nichts über. Nichts über. Du springst als Erste. Da hast du jetzt noch eine Chance, mit der Körperbeherrschung irgendwie zu versuchen, das Seil oder irgendetwas zu greifen. Du springst nämlich eindeutig zu kurz. 19. 15. 1. 20. Ich wusste das. trifft man zufällig auf der anderen Seite einen anderen Charakter oder so? Vielleicht geht es noch 2 Meter runter und wir haben es nicht gesehen. Was es passiert folgendes. Du springst zu kurz, du versuchst das Seil zu erhaschen, du berührst es kurz mit den Fingerspitzen, aber reißt dir höchstens einen Fingernagel ab. Dann trägt dich deinen Schwung weiter und du knallst mit voller Wucht gegen den gegenüberliegenden Pfeiler und rutscht dann abwärts. Mach nochmal eine Körperbeherrschung. Vielleicht kann er sie festhalten. Du bekommst auch, warte mal. Oh. Hey, 5-5-2. Du bekommst auch 6 Trefferpunkte direkt. Und du schaffst es irgendwie, dich möglichst um diese Säule halb zu schlingen und dann wird dein Sturz auch gebremst von einem Sims, wo sie sich ein bisschen verbreitert, bevor sie in ein größeres gemauertes Teil übergeht. Das heißt, du hängst jetzt mehrere Meter unterhalb deines angestrebten Ziels, aber immerhin bist du nicht in den Tod gestürzt. Das heißt, du hängst jetzt da unten, willst du springen, während sie da unten das entsetzte Geräusche von sich gibt? Oder? Ich schneide auf meiner Seite das Seil los mit einem schnellen Schlag meines Beiles und dann springe ich mit voller Wucht drüber. Dann also mit 2 Meter sollten 3 Meter weit eigentlich nicht zu schaffen sein.
Willst du mir Gesellschaft leisten? Ja, ich... Na, das habe ich nicht geschafft. Nee, warte, was war denn der zweite Wert, den du brauchst für Athletik? Konstitution. Konstitution. Ich habe nicht so viele Punkte. Also ich habe es... Kann ich versuchen, den Körper festzuhalten? Ja, wenigstens hast du das Seil in der Hand. Ja, es sieht viel besser aus. Du bekommst tatsächlich die Kante zu packen. Du kriegst zwar 3 TP, weil du dir Arme aufschürst und die Rippen prellst dabei. Aber du bremst auf jeden Fall deinen Sturz und kannst dich mühselig hochziehen. Neben dir kommt mit einem peitschenden Geräusch ein Seil vorbei. Dann entspannte sich etwas und kommt wieder zurückgetaumelt und schlägt neben dir gegen die Mauer. Was? Ein Seil? Ein Seil. Da ist ein Seil von oben herabhängt. Ach so. Ja, siehst du, es dauert ein bisschen, bis man wieder nach so einer Aktion... Ja, ich greife es natürlich sehr beherzt und... Der Sprung scheint übrigens, dem Mauerwerk gegenüber so ein bisschen den Rest gegeben zu haben, denn da löst sich jetzt gerade mit einem Krachen ein weiterer Teil aus der Stütze und dann sind sie langsam zur Seite weg. Relativ günstiges Timing, denn mehrere der Wachen, die euch verfolgt haben, waren schon halb auf diesem Stück. Und hätten euch vielleicht noch irgendwie erwischen können oder erreichen können, aber jetzt werfen sie sich rückwärts panisch und schieben sich die kippende Wasserrinne hoch, um nicht davon mit in die Tiefe gerissen zu werden. Denn gut, gut. Wer weiß auch, ob die noch uns wartet. Ihr helft also eurer hoch. Kollegin hoch und zieht sie hinauf. Und eilen dann weiter, beziehungsweise wir können ja vorsichtiger sein, aber trödeln nicht. Es sind auch nur noch vielleicht 20, 30 Schritte und dann habt ihr den Abgrund hinter euch und das Aquädukt geht wieder in einen ähnlichen schmalen Gang über, der jetzt vollständig in Frost und Fels gemeißelt ist. Und der endet ebenfalls nach einer kurzen Strecke an einer inzwischen ziemlich verrotteten weiteren Holztür bzw. einem Holzgitter. Du brauchst nur eigentlich nur dagegen treten, ja. Das zersplittert. Auf der anderen Seite erwartet euch ein Raum, allerdings kommt ihr nicht auf Bodenhöhe an, sondern deutlich weiter oben. Und unter euch liegt also in Stein gemeißelten Kammer mit einer Vertiefung, in der sich eine zähe und auch deutlich stinkende Brühe befindet. Offensichtlich kommt immer mal wieder ein bisschen Wasser hier hin und dann fault es da unten vor sich hin, mit was auch immer sonst noch da hineingespült werden mag. Bah. Ja, immer hurtig und mutig weiter, nicht wahr? Bleibt uns nichts anderes übrig, ja. Der Schuh immer noch vorne voran? Ich habe das Licht, ja. Ja, also ich voran. Runter in die Matschepampe. Ja. Ja. Du musst immerhin nur ein paar Schritte zurücklegen und deine Echsenhaut lässt dich gut. Ja, aber dafür stehst du tiefer drin. Ja. Aber ihr befreit euch aus dem Dreck, kommt der Ganze raus. Es gibt einen weiteren Ausgang, mehr oder weniger direkt gegenüber, durch den ihr den Raum verlassen könnt. Und dahinter erwartet euch auch die erwähnte Wendeltreppe, die nach oben führt. Ah. Ihr stinkt, ihr habt euch die Hände aufgeschürft, die Rippen geprellt und seid beinahe in den Abgrund gefallen. So sind wir im Palast sicherlich unauffällig. Ihr seid der Shingwa, der hervorragend gelandet ist und sich nichts getan hat. Aber auch stinkt. Bisschen beleidigt. Und steht jetzt an der Treppe, die angeblich nach oben in den Palast führen soll. Ja, dann geht ihr hinauf. Ja. Ich meine, jetzt sind wir so weit gekommen, jetzt drehen wir nicht um. Oh, wie es Wendeltreppen so an sich haben, fühlt sie in eine Spirale aufwärts. Ihr liegt einige Stockwerke zurück. Es ist aber schwierig zu sagen, ihr habt nicht wirklich ein Gefühl dafür, wie tief unter der Erde ihr seid, wie tief es zwischendurch runterging und wieder hochging und wo das Aquädukt lag. Ihr kommt kurz an einem Treppenabsatz vorbei, von dem auch ein weiterer dunkler Eingang tiefer in den Fels hineinführt. Dann geht es weiter nach oben. Oder wollt ihr da rein? Ich denke weiter nach oben. Mhm. Bis ihr an einen Punkt kommt, wo die Decke eingestürzt ist und den guten Teil der Treppe unter sich begraben hat und es nicht mehr weitergeht. Da ist der Fels herabgesunken und hat die Stufen unter sich begraben. Nee. Mist. Dann doch wieder zurück. Ich denke, wir dürften es nicht so leicht den Einsturz beseitigen können. Du hast Ärmchen wie Nudeln. Wir müssen nachher mal an Selbstcharakterskizze zeigen. Nein. Naja. Shingwa, finde einen anderen Weg. Dann gehe ich halt zurück und schauen wir mal den Durchgang. Anderer Weg. Ja, es ist wenig überraschend ein anderer Weg. Ja, es ist die Wände sind in Stein gemeißelt, aber der Boden ist sogar ein bisschen sorgfältiger mal bearbeitet gewesen. Da war auch sicherlich mal eine Tür drin, aber die ist schon gänzlich weggerottet. Da sind noch irgendwelche Reste von Angeln und ein
gleichmäßig gearbeiteter Gang, der tiefer in den Berg hineinführt. Beziehungsweise in den Untergrund von der Stadt einfach. Ja, dann komme ich zurück zu meinen Gefährten und ich habe einen anderen Weg gefunden. Nun folgen wir dir. Gut gemacht. Passe ich da durch? Ja. Schön. Vielleicht. Es ist nicht unbedingt für Leute deiner Größe gemacht, aber schon für durchschnittliche Menschen. Keine alberne Zwergenanlage oder sowas. Na dann. Dann benutzen wir diesen anderen Weg. Nach wenigen Schritten gehen rechts und links Türöffnungen ab. Dahinter sind kleine Räume, staubig und mit irgendwelchen Resten versehen, von denen man vielleicht raten könnte, dass es mal Möbel waren, die aber schon seit langer Zeit ihre Form verloren haben und sich langsam aufgelöst haben, von irgendwelchen Tieren zernagt wurden. Ja, ich leuchte halt interessanthalber immer mal wieder rein, um zu sehen, ob was Interessantes. Aber bisschen muffige Luft, steinerne Böden, dicke Schichten aus Dreck und Staub, Reste von irgendwelchen Beschlägen, die mal auf Tischen oder Stühlen waren. Na, es geht weiter. Ja. Ihr kommt an eine Kreuzung und was euch direkt auffällt, ist, dass sich hier der Boden drastisch ändert. Der Gang, aus dem ihr kommt, dann geht's geradeaus, rechts und links, der Gang, aus dem ihr kommt, ist halt aus dem Boden gehauen, der ist bemeißelt, aber halt noch ein kleines bisschen uneben. Mhm. Halt nicht die absolut perfekte Arbeit oder vielleicht hat auch niemand Wert darauf gelegt, dass man hier von den Böden essen kann in der unterirdischen Anlage. Aber das, was jetzt vor euch liegt, ist wirklich fast bis zum Spiegel poliert, sauber, glatt aus dem Fels gearbeitet. Und liegt sogar tatsächlich vielleicht so ein Fingerbreit oder anderthalb oder mehr tiefer. Auch die Wände und die Decke sogar sind ähnlich bearbeitet worden. Ihr könnt mal eine Sinneschärfe machen, wenn ihr wollt. Gerne. Ja, sieht gut aus. Yep. Ihr hört irgendwo aus dem Gangsystem, das sich hier öffnet mit der Kreuzung, seltsame Geräusche, ein rhythmisches Quietschen und Knarren, aber auch ein schleifendes Geräusch, wie wenn man ein Schwert an, oder eine Axt an einen Schleifstein hält und diesen in Bewegung bringt. Also ich höre es nicht. Großen. Der Schinke hört es nicht. Nee. Er ist immer noch viel zu begeistert von seiner Artista-Vorstellung. Ist das sowas wie ein beweglicher Raum? Also wenn da ja eh so ein Stückchen verschoben ist. Also du siehst nicht, dass da irgendwie ein Riss wäre, der verraten würde, dass der Boden sich bewegen könnte oder sonst irgendetwas. Es ist nur so, als hätte jemand diesen Teil des Ganges gänzlich anders bearbeitet und sehr viel sorgfältiger. Gut. Da wir momentan ja erstmal nichts Auffälliges anderes wahrnehmen, gehe ich mal vor diesen Schritt. Keine Ahnung, wie wir von diesem Ort irgendwo hinkommen sollen, wo es wichtig ist. Und wo wir diese Maske irgendwem geben können. Aber vielleicht weißt du das. Ja, aber zumindest ist ja der Boden hier viel edler und sauberer und so. Hast du uns mal angeguckt? Was? Wir sind nicht edel und sauber, möchte er damit sagen. Ha. Ihr seid nicht edel und ich bin nicht sauber. Na ja, gut, wir können ja... Im Moment haben wir ja eh noch nicht das Problem, dass wir mit irgendjemandem sprechen müssten. Ja, ich glaube, wenn jemand kommt, der mit uns reden will, kriegen wir ein Problem. Wenn wir jetzt in die Gänge reinleuchten, kann man da irgendwie was Genaues sehen? Also geht es einfach geradeaus weiter? Geradeaus geht der Gang wohl ein Stück weiter, zumindest soweit ihr mit der Lampe das ausleuchten könnt. Nach links auch ein Stück. Du ahnst aber, dass es da eine Abzweigung gibt. Und wenn du nach rechts runter schaust, siehst du sogar ein paar Schritte weiter eine Tür in einer der Wände. Und dann leuchtest du nochmal nach links und siehst Metall aufblitzen und dieses scheuernde Geräusch wird lauter und kommt näher. Ich stupse dich mal an. Also... Ich hab meinen Ball eh schon in der Hand. Irgendwie ist mit rhythmischen Kreischen und Knirschen. Nicht wohl. Irgendwie eine höllische Maschinerie kommt etwas aus dem Dunkel auf euch zumarschiert, rollt teilweise auf Rädern, zieht sich teilweise mit metallenen Gliedmassen vorwärts und vor allen Dingen bewegen sich gleich mehrere bronzene Arme permanent um diese Konstruktion, um dieses Gerät herum und fahren mit abgeschabten Metallresten die Decke, die Wände und den Boden ab. So, als würden sie permanent immer wieder, während sie sich langsam vorwärts bewegt, Kreise darauf ziehen wollen. Ein paar Funken sprühen
Und das Ding eilt den Gang hinunter auf euch zu, beziehungsweise auf die Kreuzung zu, an deren Seite ihr steht. Morgwerkzeug, das macht hier bestimmt überall Kratzer. Dabei ist alles so schön. Ich weiche zurück in den Gang, aus dem wir gekommen sind. Ist das groß? Ich würde es auch erstmal machen, um zu das sehen, wo das Ding... Das füllt mehr oder weniger den Gang aus. Das reicht ja auch hoch bis zur Decke. Und Finger, ja, finde irgendwas. Ich weiche zurück in den Gang, aus dem wir gekommen sind. Ja, das ist gut. Ich weiche da, mit. Wenn es da rein will? Dann weichen wir in eins der Zimmer zurück. Mittlerweile ist das Ding ohnehin an eurer Kreuzung angekommen und dort hält es kurz inne. Vor euch fährt einer der Arme, der in eure Richtung zeigt und wo keine Wand mehr ist, an dem er rumschaben könnte, runter, macht so ein... Das Ding gibt kurz ein Ticken von sich, dann dreht es sich nach links und eilt von euch weg den Gang herunter, während es wieder alle seine Arme auf volle Betriebsgeschwindigkeit bringt. Das heißt, wir können eigentlich erstmal in den Gang reingehen, aus dem es gekommen ist. Richtig. Was war das denn für ein Mordwerkzeug? Vielleicht ein automatischer, ungeziefer Vernichter. Das würde erklären, warum hier keine sind. Naja, eilen wir uns schnell weiter, bevor das nochmal wiederkommt. Ihr haltet euch also nach links. Nach einem Stückchen geht es dann rechts ab oder noch geradeaus weiter. Da könnt ihr aber im Licht der Lampe schon sehen, dass das eine Sackgasse ist. Es gibt aber noch eine Tür, die rechts abgeht. Hat sie nicht gesagt, wir sollen immer geradeaus? Vielleicht sagt man zum Gang zurück und einfach immer geradeaus. Ja, aber wir kommen, ja, das immer geradeaus ist, wenn wir die... Wir sind ja immer geradeaus, dann sind wir an die Steintreppe gekommen. Na gut, geh du vor. Und dann konnten wir ja nicht mehr hoch. Geh du vor, ich komme hinterher. Ich würde jetzt erstmal zu der Tür gehen, die wir da hinten sehen. Du gehst also über diese T-Kreuzung drüber hinweg zu der Tür, die ihr seht. Da war vielleicht mal eine Tür, inzwischen ist da auch nur noch eine Öffnung in der Wand. Und auf der anderen Seite erwartet euch ein rechteckiger Raum, durchaus geräumig. Und in der Mitte steht tatsächlich noch ein unversehrtes Möbelstück. Kein Wunder, es ist nämlich ein Tisch aus Stein, tatsächlich aus elegantem Marmor, der dort aufgestellt wurde. Drumherum sind Reste von so etwas wie Stühlen und am Ende des Raumes war offensichtlich mal ein Pult. Die Metallverzierungen davon, die den größten Teil getragen haben, liegen noch am Boden, durcheinander gefallen. Und was dadurch offenbar geworden ist, ist, dass in diesem Pult offensichtlich ein Hebel versteckt war. Der befindet sich immer noch dort und ist auch gar nicht so schlimm durch Grünspan befallen, wie Bronze, aus der er gefertigt wurde, und ragt in die Luft. Hat zwei Stellungen erst auf einen. Ja, der Hebel zieht mich irgendwie magisch an. Denn dem ist nichts magisch, aber du kannst kennen. Ja. Der Schieber schlendert durch den Raum an dem Tisch vorbei und hält auf den Hebel zu. Da gehen wir mit. Was glaubst du, woher macht der Hebel? Ich weiß nicht, aber finden wir es raus. Ja, gucken wir doch mal. Der Torwaler ist auch locker kräftig genug, würde ich behaupten. Der zerrt aber kurz drauf. Es gibt irgendwo einen Knacken, dann gibt das Ding nach. Und irgendwo in der Ferne hörst du auch ein dummes Dumm. Und wenn man nochmal zurück macht? Dong. Dong. Macht jedes Mal Dong. Ich hätte mir was Spannenderes erwartet, aber naja. Ja, also geht's hin, zurück, hin. Ja. Dreimal, gut. Schauen wir mal an, was so donkt. Dong, dong. So. Stell du dich doch an die nächste Ecke. Ihr geht wieder, also, dann, also wieder raus und geht in die nächste Ecke. Und ich betätige den Hebel und dann sagst du mir, aus welcher Richtung es donkt. Also ich stell mich da mal an die Tür und guck dann. Du guckst hier aus der Tür raus? Ja. Der Schinkwa stellt sich an der Ecke. Der Schinkwa stellt sich an die Ecke. Genau, und dann mach ich nochmal Dong und nochmal zurück. Kommt von links. Dong. Kommt von links. Gut, ich stelle jetzt wieder so hin, wie er nicht stand. Obwohl, ja, wie er nicht stand. Und dann gehe ich zum Schinkwa. Hört in der Ferne immer noch das Rumoren und Kreischen und Quietschen von der seltsamen Maschinerie, die hier in den Gängen unterwegs ist. Wo lang als nächstes? Zu Richtung Long. Ja. Ja. Also ihr geht hier die T-Kreuzung hinunter. Ja. Ihr kommt an zwei Türen vorbei, also Öffnungen, hinter denen dunkle Räume liegen, in denen du aber vage irgendwas Bleiches, irgendwelche Gerätschaften oder so siehst. Ich leuchte mal hinein, um näher zu sehen, was da ist. Da sind seltsame metallene Gestelle, die von der Decke herabhängen mit Ketten. Teilweise sind sie auch runtergefallen, teilweise sind sie zerborsten. Aber was dich vielleicht davon abhält, sofort reinzugehen und das zu inspizieren aus purer Neugierde, ist, dass daran Körper hängen. Vertrocknete, in sich eingefallene,
vermutlich menschliche oder zumindest menschenähnliche Körper, die ganz eindeutig mal an diesen metallenen Gittern befestigt bzw. regelrecht in sie hineingespannt waren. Teilweise zerbrochen mittlerweile die Körper, teilweise, wie gesagt, die Aufhängungen kaputt. Das heißt, manchmal hängen auch nur halbe Körper noch in einem Gitter fest oder ein Körper nur noch an einem halben Gitter. Tja, der hat's erwischt. Gehen wir wieder. Ich, ja. Geht also weiter? Ja. Kommt wieder an eine T-Kreuzung, wo ihr rechts gehen könntet oder weiter geradeaus? Bin für geradeaus. Könnt ihr euch jeden Raum angucken. Ihr hört hinter euch ein leises Knarren zusätzlich noch zu dem Kneischen und Knirschen, das irgendwo schräg rechts hinter euch sich befindet, wie ihr glaubt, zu wahrzunehmen. Er knarrt und knirscht doch überall was. Schnell weiter. Ja, dann weiter dem Gang geradeaus folgen. Ihr kommt an einer weiteren Tür vorbei. Ziemlich viele Türen. Ziemlich viele Gänge. Auch da leuchte ich mal hinein. Ein Raum, in dem sich ein Becken befindet, in dem eine dunkle Flüssigkeit ruht. Mhm. Ölig fast schon. Mach mal so eine Schärfe. Schnell. 9, 4, 4, ja. Das sieht gut aus. Das heißt, du hörst wiederholt das Knarren, ein Schlürfen und dergleichen. Du drehst dich um, leuchtest mit der Lampe. Und wenn du dich nicht irrst, siehst du einen fahlen Arm, der sich aus einer der Türen, an der ihr vorbeigekommen seid, herausstreckt, dort nach Halt tastet und versucht, irgendetwas aus dem Inneren des Raumes nach draußen zu schleifen. Ah! Und an diesem Punkt müssen wir allerdings noch einmal unterbrechen und wir sehen uns dann in Teil 7 des Let's Plays der Kampagne Wächter des Imperiums wieder. Und wir merken uns, wo wir waren, nämlich bei... Ah! Genau. Danke.